Guten Morgen von der Strecke und hallo zum siebten Tag unserer Reise, unserer Hitzereise entlang des Iron Curtain Trails in Deutschland. Schon zu Beginn des Tages stehen ordentlich Höhenmeter an. Ich fahre auch gerade wieder auf eine Erhebung in der Nähe von Duderstadt zu, da wir ja gestern bestimmt 15 Kilometer in den heutigen Tag hineingefahren sind, bleiben heute nur noch irgendwas so um die 75. Unser Ziel, zumindest vorläufig, ist Bad Soden-Allendorf. Wenn wir das erreicht haben, beziehungsweise kurz vorher, wollen wir mal schauen, wie es um uns steht, gerade was die Hitze angeht. Und dann entscheiden wir, ob wir in Bad Soden uns eine Unterkunft nehmen oder vielleicht doch noch ein paar Kilometer wieder in den nächsten Tag reinfahren. Denn die nächsten Tage, die nächsten Etappen sind wieder so 100er Etappen, die wir vielleicht ein bisschen strecken können. Also das aufteilen. Wieder schöner Kolonnenweg hinter Teistungen und jetzt geht es auch erstmal bergauf. Hier gibt es so vereinzelte Beobachtungsbunker und einer davon hatte mir vorhin schon Schatten gespendet. Man kann nämlich auch in die reingehen, aber die Tür ist äußerst schmal, deswegen habe ich mich bei dem jetzt hier einfach dahinter gestellt und genieße die äußerst kühlen Temperaturen im Schatten. Nee, ich werde jetzt auch mal kurz die Jacke ausziehen und hier ein winziges Lüftchen geht, versuche ein bisschen was davon abzubekommen. Ich finde es echt, ich weiß, ich beschwere mich die ganze Zeit, aber ich finde es echt unerträglich. Naja, es geht dann weiter, es wird dann weitergehen.
immer noch warm, sehr warm sogar. Gerade ist mein Tacho auf 50 volle Kilometer umgesprungen. Bis nach Bad Soden sind es dann also jetzt noch 23. Wir haben uns entschieden, in Bad Soden essen zu gehen, wenn denn dort ein Restaurant, bei dem ich beim letzten Mal war, noch existiert. Im Anschluss wollen wir dann noch etwa 15 Kilometer weiterfahren. Das ist quasi dieser Vorsprung, den wir uns erarbeitet hatten gestern. In ein paar Kilometern, wahrscheinlich hinter dieser Bergkette, treffen wir dann auch auf die Werra, müsste das sein. Der folgen wir dann ein Weilchen. So, ich glaube, ich habe alle größeren Steigungen hinter mir. Kai ist schon unten an der Werra, da wo ich jetzt gerade hinfahre. Da geht es jetzt eine ordentliche Abfahrt hin. Hier im Werratal lässt sich natürlich sehr angenehm fahren. Es sind jetzt noch so um die 9 Kilometer bis nach Bad Soden. Leider hat gerade die Unterkunft angerufen, die wir gebucht hatten. Also ja, vor einer Stunde haben wir die vielleicht gebucht. Und teilte mit, dass wegen eines Softwarefehlers bei Booking.com das letzte verfügbare Zimmer doppelt vergeben worden sei. Und halt vor unserer Buchung 15 Minuten früher jemand anders dieses Zimmer gebucht hatte. Wir fahren jetzt erstmal nach Bad Soden und ja, schauen dann mal, wie es weitergeht. Bad Soden-Allendorf ist erreicht. Das Restaurant gibt es auch noch, haben angerufen, Tisch reserviert. Ja, da hat das Mikrofon wieder mal einen Aussetzer gehabt. Ich erzähle gerade, dass wir das Thai Siam Restaurant erreicht haben. Dort gibt es vegane Ente. Außerdem schwärme ich offensichtlich von der schönen Altstadt, von der schönen Innenstadt von Bad Soden-Allendorf. Die ist genauso schön, wie sie mir damals schon bei der ersten Runde in Erinnerung geblieben war. Bestimmt erzähle ich auch, dass wir entschieden haben, bis nach Eschwege weiterzufahren, denn dort gibt es mehrere Unterkunftsmöglichkeiten und da werden wir uns jetzt eine raussuchen. Aber erstmal heißt es, was Kühles trinken und was Leckeres essen.
Wir sind am Ziel. Guten Morgen aus Eschwege. Gestern Abend hatte ich dann keine Zeit mehr groß noch was zum Abschied zu sagen, denn wir haben unsere kommenden Etappen inklusive heute noch ein wenig angepasst und alles etwas nach hinten geschoben. Diesen Vorsprung, den wir jetzt die letzten beiden Tage erarbeitet hatten, eben genutzt, um ja letztlich die schlimmste ursprüngliche Etappe noch ein bisschen zu entschärfen. Wir werden jetzt jeden Tag in eine Pension oder in ein Hotel gehen, haben auch schon, soweit es möglich war, gestern Abend noch im Voraus gebucht. Wir müssen heute noch zwei Gasthäuser anrufen, in der Hoffnung, dass die eben Platz für uns haben. Weil wir jetzt jeden Abend in eine Unterkunft gehen werden, bringen wir den damit unnötig gewordenen Ballast heute als allererstes mal zu einer Postfiliale und schicken die per Paket eben nach Hause. Ja, Zelt, Kochgeschirr. Das ist schon einiges an Gewicht. Es ist jetzt schon 8:30 rum. Das Frühstück hier im Hotel gab es leider erst ab 8, weil heute Wochenende ist. Und O-Ton der Rezeptionistin, da geht man es alles ein bisschen gemütlicher an. Heute stehen knapp über 100 Kilometer an. Temperaturen sollen wieder die 30 Grad Marke sprengen. Und ja, fast den ganzen Tag sonnig. Heute Abend ist für unseren Zielort Gewitter angesagt. Mal sehen, ob wir da irgendwas abbekommen. Ansonsten folgen wir heute großteilig der Werra. Wir sind zurück an der Werra. Es ist jetzt fast schon um 10, das hat alles gedauert. Wir waren auch noch beim DM, weil uns das Sonnenschutzmittel ausging. Und bei diesen Tagen, bei diesen Temperaturen und diesen Sonnenstunden ist das gerade für mich besonders wichtig. Jedenfalls, Kai ist das Zelt losgeworden, wie ihr vielleicht vor mir seht. Und ich habe das Kochgeschirr noch mit reingetan ins Paket. Damit war das dann schon voll. Es war die größte Größe, die dort zur Verfügung stand. Das heißt, Isomatte und Schlafsack habe ich jetzt noch dabei, aber das ist ja weiß Gott kein Gewicht. Dem Werra-Talradweg lässt sich wirklich sehr angenehm fahren. Hier haben wir auch gerade mal ein schön schattiges Stückchen. Hier sind die Temperaturen fast schon angenehm. Und wir haben dann fast schon die 30 geknackt. Also schön schnell lässt sich hier fahren. Von den
Höhenmetern, die das Höhenprofil ausgibt, so ein paar Wellen, merkt man da auch nicht besonders viel. Gesamteindruck schon. Hier im Stiftsgut Wilhelms Glücksbrunnen gibt es sogar veganes Eis mit veganer Schokosoße. Das gönne ich mir jetzt. Kai hat einen Schwedenbecher, allerdings ohne den Eierlikör, denn wir müssen ja noch so um die 60 Kilometer fahren. Alkohol ist da also erstmal tabu. Ja, also wir machen Pause und danach geht's weiter. An dieses Stück des Werratal-Radwegs erinnere ich mich noch besonders gut. Ich hatte in dieser Schutzhütte hier auf der Mittellandroute Unterschlupf gesucht, denn mich hatte ein richtig heftiges Gewitter erwischt. Ich war eigentlich schon ein paar hundert Meter weiter gefahren. Dann hat es angefangen mit stark Regnen, deswegen ich dann zurückgesprintet bin. Und von dieser Schutzhütte aus sieht man hier rechter Hand eine relativ große Weide. Und damals schlug dann der Blitz in diese Weide ein, nur ein paar hundert Meter von mir entfernt. Der Monte Cali, ein von Menschenhand aufgetürmter Berg. Das ist eine Abraumhalde aus dem Cali-Bergbau. We'll be right back.
halb neun, 118 Kilometer und weiß Gott, wie viele Höhenmeter. Wir sind jetzt gerade noch zum Point Alpha hochgefahren. Also wir sind in den neunten Tag schon reingefahren, so um die 15 Kilometer. Und da gehörte der Point Alpha dazu. Das wollten wir einfach nicht weglassen. Jetzt sind wir hier in Geisa beim hiesigen Schloss. Denn dort ist das Hotel. Es war schlicht nichts anderes frei. Also ihr könntet jetzt auf den Gedanken kommen, wir suchen uns hier solche Nobelunterkünfte raus. Aber es war einfach wirklich nichts frei. Wir haben bei verschiedenen Pensionen angerufen. Heute ist Samstag. Corona ist halbwegs gelockert. Also da ja, ist einfach viel voll. Der Tag heute war wieder anstrengend. So bis 15, 16 Uhr war es wieder enorm heiß. Danach ging es halbwegs. Es waren glücklicherweise auch viele schattige Bereiche dabei. Aber ich musste fast den ganzen Tag meinen Helm ausziehen, weil ich brauche einfach ein bisschen Luft, wenn ich schon die Jacke die ganze Zeit anhaben muss. Puh, muss der Schweiß wenigstens hier oben für Kühlung sorgen. Wir gehen jetzt ins Zimmer. Wir bestellen uns vielleicht noch was zu essen beim Pizzalieferdienst. Ja, aber viel wird heute nicht mehr mit uns passieren. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen.